Okidoki, ein wunderschön. Doch. Back to Extermination Day, würde ich mal sagen. Von daher, lass uns mal öffnen. Dich brauche ich nicht, du bist vom Konvertieren. Jetzt bin ich das Richtige drin. Nein. Dann, was ist mit dir? Ich schicke mal ein neues Terminal. Und dann würde ich mal sagen, Extermination Day mit Brutal Doom Version 21. Das ist korrekt. Ja, ist korrekt. Es sollte alles korrekt sein. Ja, ich habe jetzt hier mich umgestellt, dass ich jetzt nicht mehr. Ich hatte ja davor das praktisch als Aufnahme. Oh, Entschuldigung. Das hatte ich als Aufnahme. Dateiname. Was laber ich? AV-Convert. Da. Praktisch out und dann das aktuelle Datum mit seinem Uhrzeit steht. Das war aber zu kompliziert, weil, ja, ich habe gemerkt, gerade wenn ich sehr viele Dateien aufnehme, wie am Wochenende, dann kann man sehr schnell wuschig werden. Ich meine, ich habe wahrscheinlich nichts falsch gemacht, aber man hat halt immer das Gefühl, dass man jetzt irgendwas verwechselt hat und dann irgendwelche Dateinamen nicht stimmen. Genauso wie in der Verlaufshistorie bei mir bei YouTube, wahrscheinlich bei Extermination Day mit Doom for Doom, da kommt erst Level 20, 21, dann kommt Level 24, 25, 26, halt also Level 22 kommt erst weiter später. In der Playlist habe ich das richtig eingereiht, allerdings in meiner Upload-Statist, also in meiner Upload-Liste ist es falsch sortiert. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich das verwechselt hatte, sondern dass der Upload von der Map 22, also dem Let's Play von der Map 22, abgebrochen hatte. Weil mein Internet ist halt leider relativ schlecht. Ich meine, ich habe eine relativ stabile Upload-Rate. Das Problem ist, wenn, ja, ich weiß, also es gibt halt bestimmte Umstände, die dir zu erklären, ein bisschen, ja, overpowered. Und dementsprechend hatte der da ein bisschen verkackt. Dementsprechend, wenn ihr die Playlist guckt, ist alles für euch in richtiger Reihenfolge. Deswegen würde ich euch das immer empfehlen. Denn bei den Uploads kann es leider ab und zu halt zu, ja, nicht in der richtigen Reihenfolge sein. Vor allem, da ich gleich immer mehrere Videos mit einmal hochlade. Also nacheinander natürlich, aber ihr wisst schon, ja. Jetzt gerade lade ich zum Beispiel 60 Videos mit einmal hoch. Davon sind die meisten schon online. Da. Ja. So viel zu dem Thema. Gut. Nichtsdestotrotz spielen wir jetzt Extermination Day mit Brutal Doom 21. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Ihr Bitches. So, das war mein Stuhl. Nicht, dass er denkt, dass ich gepupst habe. Das klingt anders. Ungefähr so. Danke für die Zuschauer. So. Na komm. Ja, das war kein echter Pups für die Mädchen unter euch. Ich bin noch Single. So. Na komm. Perfekt. So. Es lebe Level 4. Na komm. So. Okay. Ach, die Map. Die etwas neuere, aber nicht ganz so neu, wie ich dachte, neu. Deswegen nur teils neu. So, muss ich hier aufpassen. Gott, so viele Gegner. Scheiße. Ich hab schon wieder vergessen nachzuladen. Sind alle Römer weg? Wow. Leute, das sieht ja richtig gut aus. Ich glaube, ich war zu laut. Der hat gesessen und zwar richtig. Okay, nice. Gut, hier gehe ich noch nicht rein, weil da sind diese Pinkies. Okay, gut. Hier habe ich bereits alles, was an Munition verfügbar ist. Hier sind jetzt vier Minigunner. Die schieße ich dann mal gehörig weg. Oh, bei dem noch. Habt ihr das gesehen? Die wollten mich umbringen. Alles, was ich gemacht habe, war Selbstverteidigung. Ich habe doch studiert. Ich bin doch nicht blöd. So. Das brauche ich ganz und gar nicht.
Wie laufe ich denn hier? Dich brauche ich auch noch nicht. Obwohl, mir fehlen 3%. Sofort alles nehmen, ja. Ich muss auch daran denken, weil es ein Secret. Achso, also ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass ich ja nur bei Doom for Doom nach Secrets schauen muss. Ich meine, macht zwar auch hier Sinn, aber hier macht es nur Sinn, wenn ich wirklich die Munition brauche und nicht um der Secret willen. Ja, es kriegt jeder Paar von meinen Kugeln ab. Alter. So. Ich kümmere mich erstmal noch um die hier. Ja, komm. Du denkst wohl, dass du denken kannst. Keiner Tipp? Außer mir kann niemand denken. Mega. What? Hey, Jünger, bleib kurz mal. Oh, ach du Scheiße! Nein! Das ist jetzt suboptimal. Ich wollte hier nicht hin. Scheiße! Warum kann man da runterfallen? Das macht keinen Sinn. Bitte lass mich drauf. Oh Gott, ich glaube, ich habe ein Problem. Jetzt habe ich ein kleines organisatorisches Problem, und zwar bin ich so ziemlich out of order. Fuck! Kommt er wieder hoch? Nein. Oh, da stehen die ganzen Kanacken schon. Guckt euch die an. Hä? Was denn wurde? Er wurde? Ach da. Schieß doch! Nein! Schieß doch! Alter, wo kommt die denn? Alter, jetzt rechnen langsam. Okay. Du willst Krieg? Den kannst du haben, Bitch. Hä? Achso. Ja, ich wollte gerade mit dem Messer ein bisschen rumstecheln. Hab allerdings vergessen, dass das hier bei... Scheiße. Ich wollte jetzt so super gekonnt draufspringen, ja. So Jackie Chan-Style. Alter, wieder hier rumspringt, Alter. Jawohl! Woo. Ha! Aber alle zerfickt habe ich euch. Hört da? Zerfickt! Rutte! Wo kommt die denn her? Bullshit! Bullshit! Noch mehr? Ich muss schon treffen. Na komm, alle von mir. Bam! Bam! Bam. Scheiße. Geht doch. Aha. Jawoll. Super. Scheiße. Geht doch. Meine Fresse. Wo kommen die alle her? Ist das irgendwo eine Klonfabrik oder was? Das sollte eigentlich funktionieren. Ich hoffe es. Jawoll. Okay. Da hinten kamen ja 4 Ballabum-Männchen. Ja. Dann wollen wir sie mal abfertigen, gell? So, hier ist jetzt wieder dieser Tricky-Bereich. Den muss ich erstmal hier sauber machen. Mhm. Ja, verstehe. Achso. Ich will mal noch nicht hin. Hier war ja... Ja genau, das lasse ich erstmal. Ich gehe erstmal so rum. Aha, verstehe. Ja, komm her. Du kleine Casanova. So, dann geht mal auch so rum. So. Der zweite. Der dritte. Gott, wie weit die fliegen, Alter. Ist ja wie eine Popcornmaschine. Na komm her! Aha. Oh.
Hat er wer der Nudelsalat nicht aufgegessen? Wobei mich der eine Imbiss gerade getroffen hat. Das ist eine sehr schlechte Statistik. Ich muss sie alle umbringen, bevor sie mich umbringen. Also, bevor sie mich angreifen. Umgebracht haben sie mich ja nicht. Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Okay, Computer. Computer Destroy. Was? Ach so. Ja, ich muss jetzt, ich dachte jetzt gerade schon, ich muss 5 Computer zerstören. Oder habe schon 5 von 5 zerstört. Aber so heißt das Ding einfach nur. Jede Textur oder jedes Objekt hat ja Name. Wobei ich mich wundere, dass die andere Zeit wird. Jetzt heißt es immer noch Computer Destroy. Nee. Jetzt hat es keinen Namen mehr. Ah. Ja, wahrscheinlich ist es hier als Gegner programmiert, damit ich das Ding zerstören kann mit Mittelziehen schießen. Und dieses. Ja, ist doch egal. Hallo, Motherfucker! Schön aufbleiben. Ich brauche den vollen Durchblick. Wie ein Amok-Schieler bei der. Beim Amoklauf. Ah, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Wo bist du jetzt? Arschloch! Geht doch! Echt mal! Komm her, wo bist du denn da hinten? Ne? Hättest du gerne gehabt? Alter, der schießt ja nicht mal! Unfähiges Gehops, Alter! Rennt der schon mit einer Pistole rum und schießt da nicht mal? Echt mal, also, sowas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Oh, jetzt heizen wir mal ein bisschen die Uzis ein. Feuer speichern wir mal endlich mal zum ersten Mal wieder. Oh, okay, jetzt haben wir alle hergelockt. Ich glaube noch ein bisschen mehr. So, jetzt sind alle wach geworden. Und die ersten Pinkies kommen schon. Oder Spectre. Ah, sieht doch gut aus. War zwar schon fast Verschwendung. Die Dinge hätte ich lieber mit einer Doppelschussgun umbringen sollen, aber. Ein bisschen Waffen wechseln und keine Ahnung. Ah, hat er irgendwelche Einwände? Ah, ah, komm, wer kommt zuerst? Wer kommt zuerst? Bitte schön. Oh, scheiße, Alter. Nachladen und dann um die Ecke gehen. Ich bin ja behindert. Da kommt keiner mehr. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt, hier, hä? Wo? Bitte was? Was willst du? Was? Kein Respekt mehr vor den Werten der welche Werte eigentlich? Ah, was wollt ihr? Was? Digga, was? Ich hab dich getroffen? Was? Arschloch. God damn it. So, das hätten wir. Hätte Fahrradkette. Gut, okay. Hier war jetzt diese super duper Falle. Ich kann aber jetzt gleich mal hier aufräumen. Es ist verdammt dunkel. Fällt mir gerade auf. Ich spiele übrigens ohne Gamma-Korrektur mal wieder. Das heißt also, na gut, heute ist ja wieder ein bisschen bewölkt. Ich sehe also eine ganze Menge. Aber hier drinnen sehe ich gerade wirklich absolut gar nichts. Das ging sogar. Na komm, schieß rum, damit ich euch sehe. Was war's? Also, das ist ja lame. Dankeschön. Alter, mit diesem Filtering sieht das ultra kacke aus. Ah, egal. Egal. Wie gesagt, ich persönlich bin kein Freund von Filtering, aber meinem Videocodec zur Liebe werde ich das nach wie vor mit Codec spielen. Mit Filtering. Mit Codec spielen muss ich sowieso, weil ich glaube nicht, dass ich einen Rohstream, also ein unkodiertes Video ins Netz stellen kann. Ich glaube mal, da platzt für die Datenleitung. So, mache ich erstmal das da oder was habe ich jetzt noch für Alternativen? Eigentlich gerade gar keine. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob man das im Bruderdom schafft oder ob ich mich jetzt gerade übernehme bei dem, was ich mache. Aber ich würde mal sagen, first try. Angel! Digga, das klappt so geil, ey! Das ist ja noch besser als... Wow!
Oh, kommt mal her! Kommt mal her! Bitch, please! Guck mal die Leute an, wie die Leute tanzen kann. Okay, hinter mir ist ein Lost Soul. Wo bist du? Hä? Da gibt es zwei, scheiße. So. Da gibt es noch einen. Alter. Hinter. Boah. Sag mal, wo kommst du denn her? Ich habe nur 30% Leben. Ich muss also langsam mal darauf. Also langsam mal nach ein bisschen Health Pack etc. umgucken. Weil anders als bei Doom for Doom droppen diese Viecher hier nichts. Das gibt's erst ab Brutal Doom Black Edition. Das ist more Doom for Doom like. Also more Doom 2016 like. Like a Apple Cake. Aha, da hinten ist schon mal ein bisschen Leben. Gut, ich nehme mal die Waffe. Genau deswegen. Naja, das war doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir schon mal 83%. Der hat mich doch erwischt, so eine Scheiße aber. Wichser. Kanacke. Arsch. Bullshit. Ja, bei Brutal Doom, bei Project Brutality übrigens auch, kann man, wenn man eine doppelläufige Shotgun hat, mittels der rechten Maustaste mal ein Rohr nach dem anderen abfeuern. Man ist also nicht so wie bei Doom 2016 und damit auch Doom for Doom darauf, scheiße, angewiesen, über beide zu betätigen, sondern man kann sie tatsächlich einzeln ansteuern. Jetzt habe ich nur noch 30 Hertz. Fuck this! Falsche Richtung? Ich glaube, ich bin tot. Also ich sehe ihn noch nicht mehr. Ich glaube, ich bin tot. Und kein einziges Health Pack. Leute. Anita Angel. Aha, die Munition haben wir schon mal. Na gut, dann muss ich mich mal anderweitig bitte nach Leben umschauen. Sieht da jetzt mal scheiße aus. Aha, ja, okay. Dankeschön. So, das Ding ist jetzt offen. Da gab es das Ding. Perfekt, hier muss ich rein. Dankeschön. Vielleicht hier raus. Ist ja der gleiche Weg. So, damit hätten wir Areal 1 schon mal geschafft. Okay, speichern wir mal und gehen hoch. So. Na komm. Ach Gott, hier. Los jetzt. So, dann wollen wir nochmal. Boah. Wo gehst du hin? Wo gehst du lang? Aber die muss man mal gucken, weil teilweise, wenn die so angeschossen sind, dann rennen sie noch los und sind dabei aber dann sogar noch aggressiver als normalerweise. Das heißt also, gucken, ob sie sich bewegen und sollte sich bewegen, nochmal drauf schießen. So. Dankeschön. Munition kann man immer gut gebrauchen. Frag die Amerikaner. Man sieht aber nichts mehr rum. Schade eigentlich. Gut, ich könnte langsam mal wieder auf die hier umsteigen. Von der liegt hier mehr als genug Munition rum.
Aha, ja. Kommt mal her. So. Na komm, komm, wo bist du? War hier nicht gerade so ein... Achso, den habe ich erledigt. Dann ist hier alles in Ordnung. So, jetzt brauche ich noch mal die hier. Komm. Das sieht doch gut aus. Wow, 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 was, was? Alter Schwede. Okay. Ja, diese Wellen, wenn man hier aufs Wasser schießt, da kommen so eine Wellen, oder wenn man im Wasser läuft. Das ist eine ganz schöne Performance-Bremse. Also wenn euer Rechner das nicht schafft, ich glaube, man kann es deaktivieren. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. So, hier haben wir wieder ein bisschen Munition. Ah, Rüstung, gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also, ich hätte nicht unbedingt scharf drauf, sagen wir mal so. Aber gut. Mir wäre so eine blaue Rüstung jetzt doch ein bisschen lieber. Oh, wo bist du eigentlich hin? Gucken wir mal. Achso, zum Anfang. Ja gut. Boah, komm. So, wir haben... Ach ja, bei Brutal sieht man ja nicht, welche Waffe man schon hat. That is bullshit. Also die haben wir schon mal. Und die haben wir noch nicht. Das heißt, ich brauche noch irgendwoher die blaue, die rote Karte. Hier war es nicht. Von da hinten haben wir die blaue Karte. Hier mussten wir noch... Ach ja! Ach Gott! Ich hätte eher in diesen Containern, wo ich diese... wie heißen die denn? Kakodemons abgeschossen habe, hätte ich auch runtertauchen müssen. Ich voll depp. So, bei dir was, glaube ich. Ja. Dankeschön. So, dann holen wir uns gleich nochmal das Leben. Klappe jetzt. Das Schlimme ist das. Wenigstens backe ich hier nicht in der Decke fest, wie bei Doom for Doom, wenn sich daran noch erinnert. Ich schon, es ist wie ein Albtraum, der mich verfolgt. Nacht für Nacht. Ich kann nicht mehr schlafen. So, jetzt haben wir alles. Außer Munition. Ich gucke nochmal rein. Na gut, okay. Allerdings ist die auch fast voll, was Munition angeht. Es geht also tatsächlich. Ah, komm. Why not? Ein paar Pistolen werden nett. Gut. Haben wir soweit alles. Dann können wir hier direkt runter. Bam. Und sind damit praktisch direkt in the town. Wow, der war noch mal. Wisst ihr was? Wollt ihr es garantiert mögen werden? Ja. Dankeschön. So, wow. Und ich kann ja hier nochmal... Ach ja, stimmt ja. Die Hilferüstung. Gott, hatte ich ja komplett vergessen. gehen wir mal wieder auf Einzelwaffe. Kann man besser anvisieren. Oder vielmehr kann man überhaupt anvisieren. Und jetzt ab ins Ziel. Sollte erstmal reichen. Gott, wenn man die ganzen Maps schon einmal durchgespielt hat, dann wird der Gegner ratzfatz. Oder es kommt nur so vor. Keine Ahnung. So. Oh, Pistole haben wir ganz schön gut verbraucht. Weil Pistole ist normalerweise etwas, ja, das sammelt man halt immer mehr und immer mehr und irgendwann sammelt man es gar nicht mehr, weil man einfach voll ist und benutzt es einfach nicht. Und deswegen versuche ich immer ab und zu mal auch mit der Pistole ein bisschen rumzuschießen. Erstens macht Spaß und zweitens wäre alles andere halt Verschwendung, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Du kannst weg, du kannst auch weg. So, okay, na dann. Das war's mit Level 4. Ciao mit V.